Professor Volker Sommer, den wir ja auch auf unserer Literaturliste oder Liste der Literaturempfehlungen aufgeführt haben, ja ein Schüler von Professor Christian Vogel sowie Professor Eckhard Voland. Ja, Professor Volker Sommer bin ich begegnet, als ich beim Recherchieren gestolpert bin über einen neueren Artikel zum Thema Bonobos. Ja, ich war ja einer Frau begegnet, die sagte, oh, die Bonobos sind ja so viel schlimmer, als man denkt. Ja, die Bonobo-Frage ist deswegen so wichtig, weil wir ja mittlerweile sagen, dass es nur zwei hochentwickelte soziale Arten gibt auf der Erde, und das ist eben der Urwald-Bonobo Panpaniscus und wir, der Savannen-Bonobo Homo erectus Homo sapiens. Ja? Und ja, vor 400.000 Jahren in der Endphase der Homo erectus-Zeit können wir von der Hochblüte des Savannenbonobos sprechen, und es ist zu vermuten, dass wir immer noch einen Großteil, zu einem großen Prozentsatz genidentisch sind mit heute, auch wenn natürlich immer die Evolution immer weiterläuft und bestimmte Mutationen und Selektionsprozesse laufen, aber eine vollständige Umkonstruktion des Menschen scheint es keine entsprechenden Selektionsdrücke gegeben zu haben. Ja? Und deswegen ist diese Bonobo-Frage so wichtig, dass man eben erkennt, auch zum Thema Gruppenehe, dass natürlich das Bonobo-Leben kein paradiesisches, illusionäres Schlaraffenland, Traumtänzerland von irgendwelchen selbstlosen, nicht egoistischen, völlig selbstlosen Wesen ist, sondern selbstverständlich sind die Bonobos ganz vitale Lebewesen, nur haben sie einen riesigen Vorteil. Wenn wir Menschen studieren, haben wir immer, also die Bonobos sind Prä-Marktwirtschaft, also Prä-Erfindung Marktwirtschaft, also davor, und die Menschen sind Post-Erfindung Marktwirtschaft. Und deswegen kompliziert sich das, dass eben die Verhaltenssteuerung der Bonobos, also der beim Savannenbonobo, ist das Verhalten eben, also beim Urwaldbonobo ist das Verhalten, weil rein durch DNS-Befehle gesteuert, und das können wir dort studieren, ohne vorteilbringende Irrtümer, die ja erst durch die Marktwirtschaft aufkommen, durch die Erfindung der Marktwirtschaft, ja. Und das Problem bei uns Savannenbonobos ist, dass man unser Verhalten, das ist immer ein Mix aus vorteilbringenden Irrtümern und DNS-Einflüssen ist. Genauso müssen wir jetzt auch bei Professor Volker Sommer natürlich erkennen, dass er ein Kind der Marktwirtschaft ist, sozialisiert wurde durch die Marktwirtschaft und deswegen die entsprechenden vorteilbringenden Irrtümer mitschleppt und natürlich auch die Bonobos entsprechend falsch darstellt, wie es seinen vorteilbringenden Irrtümern entspricht. Aber dennoch war dieser Artikel ehrlich genug, um Hinweise zu geben. Und eben so, dass wir eine Absage machen können an all diese, die so Illusionen haben. Aber vorab unser technischer Hinweis: Sagen Sie uns oder sagen Sie mir, wo irre ich mich, wo irren wir uns, wo bin ich Opfer der Gehirnwäsche, zum Beispiel auch durch irgendwelche vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten. So können wir am Samstag, im Samstag und Montag ins Gespräch kommen, also Samstag 20:15 Uhr,
Montag 19 Uhr telefonische Teilnahme oder Online-Teilnehmer oder beides. Und dann noch der Hinweis hier unten rechts, das rundliche Ding anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Gut, also, wir haben ja das Konzept, dass wir sagen, der Savannenbonobo, der Urwaldbonobo verfügt ja über ein Schutzkorsett und Stützkorsett gegen die bei Säugetieren üblichen DNS-Befehle, die zum Beispiel Tötung oder Schädigung von Rivalen befehlen oder von Kindern befehlen und so weiter. Diese ganzen DNS-Befehle werden quasi abgemildert, drastisch abgemildert durch das Bonobo-Sozialsystem, das Urwald-Bonobo-Sozialsystem. Und bei uns, den Savannenbonobos, da mixen sich ja vorteilbringende Irrtümer und die DNS-Befehle stellen einen merkwürdigen Mix dar. Und die vorteilbringenden Irrtümer, die können wir durch das Schutz- und Stützkorsett der Gemeinwohlwirtschaft beenden. Und das zeige ich Ihnen auch gleich alles, wie Sie das finden. Und wir brauchen eventuell auch in unserer privaten Lebensform, also in auch möglicherweise das Bonobo Gruppenehe-Sozialsystem, damit wir eben auch diese DNS-Befehle zu Gewalt reduzieren können. Ja? Also Urwald, Bonobo, Frauen. Und ich hätte nichts anderes erwartet, weil ich ja kein Traumtänzer bin und mir nicht die Bonobos schön träume im Trauma irgendeiner Ai-Tai-Tai-Illusionen von Leuten, wo die Löwen und die Raubtiere und die Schafe friedlich nebeneinander liegen und miteinander schmusen. Solche illusionären Träume habe ich ja nie verfolgt oder lange nicht mehr verfolgt, seit Jahrzehnten nicht verfolgt. Sondern es ist, Paul Volker Sommer hat das bestätigt, was ich erwarte, nämlich dass Urwald-Bonobo-Frauen quasi in gewisser Weise Abtreibung durchführen. Sie treiben missratene Männer ab, die zum Beispiel die Kinder angreifen. Vielleicht, weil sie trotz des sexuellen Kontaktes irgendwie immer noch den DNS-Befehlen folgen, Kinder anzugreifen. Oder dann wären sie so quasi missratene und für das Sozialsystem der Bonobos ungeeignete Männer. Oder weil diese Männer so abstoßend sind oder leistungsschwach sind, dass die Frauen mit ihnen keinen Sex haben wollen. Worauf dann bei den Männern der DNS-Befehl wach wird, räume Kinder aus dem Wege, die nicht von dir sind. Und dann schalten die Frauen, die Bonobo-Frauen, auf Abtreibung und vertreiben und verurteilen damit diese Männer zum Tode, weil ja Männer in Bonobo-Gruppen nicht einwandern können. Also das ist ein Todesurteil. Und wenn wie in Zoos die Männer nicht flüchten können, dann werden sie halt auch getötet oder schwer verletzt oder getötet von den Frauengruppen. Ja, denn die Frauen sozusagen bilden eben da stärkere Gruppen gegen solche einzelnen Männer, weil wahrscheinlich, weil die anderen Männer ja auch gar kein Interesse haben, sich mit inkompetenten, unfähigen, zum Schenken unfähigen, für die Gemeinschaft nutzlosen Männern zu solidarisieren. Das heißt also, dort findet das statt,
Was ich ja auch so sage, was manche Rechtsradikale natürlich ablehnen, dass wir als Linke natürlich sagen, dass Frauen das Recht bekommen müssen, mein Bauch gehört mir und mein Neugeborenes gehört mir, also vollständig Hoheit über ihren Körper und ihre Kinder, sodass also wir dann auch, dass Frauen sich auch ganz bewusst entscheiden dürfen, hoppla, ich selbst bin noch nicht mal in der Lage, mich selbst zu ernähren. Ich kann keine Kinder in die Welt setzen, die dann auch wieder nicht in der Lage sind, sich selbst zu ernähren. Ich kriege keine. Ich werde zwar unterstützt, dass ich genügend zum Essen habe, aber für mein Kind bekomme ich keine Nahrung. Also entscheide ich mich dafür, dass Neugeborene natürlich selbstverständlich völlig schmerzlos und glückselig einschlafen zu lassen. Und wir sehen, dass eben diese Aufgabe, missratene Kinder abzutreiben, also ich gehe davon aus, dass auch die Bonobo-Frauen, wenn sie irgendwie sehen, dass ein Mädchen, das sie geboren haben, irgendwie Schäden aufweist, dass sie das selbstverständlich dann auch irgendwie sterben lassen. Und wahrscheinlich leider nicht glückselig das ist dann die Grausamkeit der Natur, dass das nicht so schmerzlos und glückselig geschehen kann, wie wir das mit der modernen Technik und mit Opium oder Morphium oder was auch immer erreichen können, das vielleicht einmassiert werden kann oder was auch immer. Und ja, von daher ist also letztendlich zu sagen, dass die Bonobo-Frauen ganz sicher auch ungefähr so etwas machen wie das, was wir vorschlagen, mein Bauch und mein Neugeborenes gehören mir und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann werden die halt dem Sterben überlassen und es zeigt sich ja eben auch, dass missratene Jungs und missratene junge Männer oder Männer, die, wie gesagt, zum Beispiel Kinder angreifen, weil irgendwas bei ihnen nicht stimmt, eben entweder weil die Frauen mit ihnen keinen Sex haben wollen, weil sie irgendwas Abstoßendes haben oder so degeneriert sind, dass sie für den Liebespartner, für die Frauen vielleicht dann ausnahmsweise wirklich nicht in Frage kommen und dann eben verhaltensmäßig die Männer automatisch auf den Mechanismus schalten, Kinder anzugreifen, um wenigstens kleine Chancen zu haben, dann vielleicht selber Vater eines Kindes werden zu können. Aber das heißt, man kann sagen, ich gehe davon aus, dass Bonobo-Frauen sowohl neugeborene Mädchen abtreiben, wenn sie nichts taugen. Und genauso, dass hier Volker Sommer ja geschildert hat, dass sie auch unbrauchbare und untaugliche Männer abtreiben und dem Tode überlassen, sozusagen, indem sie sie vertreiben in der Natur, ja. Und das ist ganz natürlich. Und das muss auch so sein, ja, denn alle Arten haben Mechanismen und Tendenzen, dass sie ihren Ausschuss natürlich loswerden wollen. Und das ist natürlich bei den Bonobos auch da. Und das ist ja bei uns Menschen eigentlich wenn nicht die Sozialspartler uns ihre vorteilbringenden Irrtümer in den Kopf hauen und uns quasi befehlen, du musst gerade diese Schwachen, diese Missgeburten und die Untauglichen, die wollen wir haben, denn das ist unsere Kundschaft. Daran wollen wir Geld verdienen, dass wir lebenslang missratene Menschen betreuen können, so wie die Gesundheitssparten natürlich auch das haben. Ja, jede Missgeburt müssen wir natürlich retten, weil wir dann Milliarden daran verdienen können, dass wir Missgeburten vom Anfang bis Ende des Lebens betreuen können. Und ja, sowas Krankes gibt es in der Natur nicht. Die Bonobos sind natürlich und natürlich treiben die Frauen wahrscheinlich auch missratene Mädchen ab und
missratene junge Männer werden auch dem Tode überantwortet. Ja, also das heißt, also dieses mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes, meine Kinder gehören mir, das gilt in der Natur da auch ganz uneingeschränkt. Jetzt schildere ich nochmal ganz kurz für die, die es nicht im Kopf haben, wie die moderne Evolutionsbiologie seit Professor Richard Dawkins zusammengefasst werden muss mit einem Satz. Ich, deine DNS, ich, dein Genom, ich bin dein Herrscher, du Körper. Du Körper, folge meinem Befehl und ich habe meine Mittel und Wege, wie ich dich dazu bringe, meinen Befehlen zu gehorchen. Mein Befehl lautet, schieße du mich, meine DNS, so gut du kannst, in die Zukunft, in Kindern, Enkeln, Urenkeln, Verwandten, was auch immer, und räume im Zweifelsfall alles Störende auf dem Weg dahin aus dem Wege. Und das haben ja das hat das Bonobo-System ja abgemildert, und zwar drastisch abgemildert. Ja, normalerweise würden die Frauen gerne die Kinder anderer Frauen töten, um da eben Störendes aus dem Wege zu räumen, gemäß dem DNS-Befehl. Aber stattdessen machen die jungen Frauen, kommen rein in die Gruppen und machen Sex mit den schon vorhandenen Frauen, lieben sich ein, und wenn sie von allen geliebt werden, dann werden diese Frauen mit Rücksicht darauf, dass sie den guten Sex mit diesen jungen Frauen ja behalten wollen, werden sie auch nicht mehr die Kinder dieser jungen Frauen, die diese dann bekommen, wenn sie dann auch den Zugang zu allen Männern bekommen. Dadurch gibt es da keine Angriffe mehr auf die Kinder. Ne? Und diese Liebesbande sind ja dann die gute Voraussetzung dafür, dass die Frauen, die ja als Individuum etwas schwächer als körperlich sind als die Männer, so ähnlich wie bei uns, also da ist kein großer Unterschied zwischen dem Savannenbonobo und dem Urwaldbonobo in dem Geschlechterdimorphismus. Aber da die Männer sich nicht zusammenschließen, warum sollten sie, was für ein Interesse sollte ein gut geratener Mann, der den Frauen und Kindern vieles schenken kann und sich deswegen beliebt machen kann bei den Frauen, warum sollte der ein Interesse daran haben, sich mit einem Versager zu solidarisieren und mit ihm gemeinsam gegen die Frauen zu kämpfen? Nein, da lassen es die anderen Männer einfach zu, obwohl es oft Verwandte sind, ja. Lassen Sie es trotzdem zu, dass die Bündnisse der sich liebenden Frauen, gemeinsam sind wir stark, den einzelnen Versagermann eben abtreiben, also töten durch Vertreibung oder, wenn das nicht möglich ist, wie im Zoo, ihn dann auch verletzen oder töten. Ja? Und da die Männer ja dann auch Sex haben mit allen Frauen, weiß, und da die Männer alle ja sehr eng miteinander verwandt sind und damit die Kinder optisch ununterscheidbar sind für die Männer, dadurch kann kein Mann mehr feststellen, wer der Vater welches Kindes ist. Dadurch müssen sich die Männer, haben sie nicht mehr die Option, einzelne Kinder zu töten und dann zu versuchen, eigene Kinder an die Stelle dessen zu setzen, so wie bei den Löwen und bei den Gorillas. Sondern die Männer müssen sich alle 40 Männer, 40 bis 50 Männer, müssen sich liebevoll väterlich gegenüber allen Kindern verhalten, sodass jedes Kind 40 bis 50 Väter hat und 40 bis 50 liebende, mehr oder weniger liebevolle Frauen um sich herum hat. Ne? Ja, und insofern, also diese Sendung macht also nochmal deutlich, dass es bei uns nie eine naive Verniedlichung der Bonobos gibt. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem System, wo die
Tendenzen zur Kindertötung und Rivalentötung und so weiter noch munter sich auswirken und einem System, wo die Gewalt ganz drastisch reduziert ist, also ein relativer Pazifismus dazu, verglichen dazu, dann setze ich natürlich auf dieses Sozialsystem. Und das Einzige, was ja gegen dieses Sozialsystem spricht, ist, dass die Marktwirtschaft mit all ihren vorteilbringenden Irrtümern natürlich gegen solch ein lustvolles Lebenssystem wettert, denn sie braucht uns, die Marktwirtschaft braucht uns nicht als liebesmäßig befriedigte Nicht-Konsumenten oder wenig Konsumenten, sondern sie braucht uns als sexuell unbefriedigte Vielkonsumenten. Ne? Und das ist die ganz einfache Formel. Die Marktwirtschaft braucht unser Unglück, ist ein Glücksräuber, zerstört alle Glücksmöglichkeiten durch vorteilbringende Irrtümer. Und und dafür haben sie ja 1000 Seiten, wo sie das alles studieren können. Ja, ja. Also. Bei den Bonobos müssen sich die Männer, und das finde ich auch gut so, auch ich muss mir durch meine Kompetenz die Liebe der Frauen verdienen. Also ich formuliere den Satz in zwei Varianten. Männer müssen sich die Liebe der Frauen verdienen können. Also sie müssen bestimmte Grundfähigkeiten haben, damit sie nicht abgetrieben werden. Und Männer müssen sich die Liebe der Frauen verdienen, ja. Und das erinnert mich eben sehr stark an unseren Vorschlag, dass eben die Frauen, die Mütter entscheiden, ob sie ein Neugeborenes dem Sterben überlassen, schmerzlos einschlafen, glückselig einschlafen lassen, selbstverständlich bei uns, aber genauso gegen diese Naturgesetze sollten wir uns nicht verhalten. Wir sollten uns nicht von den Sozialsparten und den Gesundheitssparten, die gerne Profite mit nicht lebensfähigen Individuen machen möchten, auf unsere Kosten. Da sollten wir uns nicht manipulieren lassen von den gefährlichen Sozialsparten und Gesundheitssparten. Da geht's um Geld auf unser aller Kosten und glücklich wird sowieso ein solches zum Leben untaugliches Lebewesen, das künstlich am Leben gehalten wird mit allen Tricks und so weiter. Das wird sowieso nie glücklich. Ne? Ja, und dann zeige ich jetzt nochmal diese Bilder. Ich zeige Ihnen erst einmal, was Sie so alles studieren können. Also hier haben Sie zum Beispiel hier auch wieder wichtige Gedanken zum Bonobo-Kommunismus, also sowohl zu uns, den Savannen-Bonobos und den Urwald-Bonobos. Dieses Homo sapiens ist ja sowieso eine hochmütige Bezeichnung für solche dummen Lebewesen, wie wir sie sind. Da ist der Name Savannen-Bonobo wäre dann besser gewesen. Wir sind die Savannenbonobos und dann gibt's noch die Urwaldbonobos und dann gibt's die ganzen grausamen Viecher, die grausamen Schimpansen, Gorillas, potenziell grausamen Gorillas, Löwen und die ganzen anderen Affen, die mehr oder weniger viel, viel mehr Grausamkeit aufweisen als die relativ sehr, sehr liebevollen und friedlichen Bonobos. Ja, und wenn ich die Wahl habe zwischen relativ liebevoll und friedlich und höchst grausam, dann wähle ich doch lieber das relativ Friedliche und störe mich nicht daran, dass natürlich alles, was von DNS gesteuert wird, nie eine Schlaraffenland-Illusion ermöglichen kann. Da geht's knallhart um Wettbewerb und Leistung und solche Dinge. Und deswegen sage ich ja auch, der einzige Weg, wie wir die kommunistischen und sozialistischen Träumer befriedigen können, ist, indem wir ihnen sagen, das kommunistischste und sozialistischste, was jemals möglich ist, ist ein knallharter Leistungs- und Wettbewerbskommunismus und nicht ein Hai-Tai-Tai. Ne? So.
so ein Traumtänzerei, hi, 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 ja. Also Sie gehen hier drauf, hier, da haben Sie die Adresse, polyamorie-b-dating.beepworld.de, hier haben Sie es. Und wenn Sie da drauf sind und dann eben hier mal rechts einfach drei Viertel bis vier Fünftel runterziehen, dann landen Sie nämlich hier und da in blau herausgehoben einige interessante Links, da können Sie sich das anschauen. Ich zeige Ihnen mal einiges davon. Also Sie können dann zum Beispiel hier so, da können Sie ja mal schauen, was die vernünftige Variante der Fridays for Future, die mit uns befreundet ist, machen. Und dann hier Suche nach Gemeinschaft, Kommune. Hier können Sie viele Ideen studieren, die auch für den Bonobo-Kommunismus eine Rolle spielen. Und hier, da können Sie das Buch anklicken, so auch was auch in diese Richtung. Also Sie können studieren ohne Ende. Dann haben Sie hier Weltrat der Weisen, eine alte Sammelseite für die alten, den alten Stand. Hier nochmal eine Sammelseite für den alten Stand, Weltrat der Weisen. Dann die aktuelle Seite, ja, hier mit, wo ist es, Weltsensation, ZDF und Arte ist da jetzt auch angekommen. Dann haben wir hier, ja, das hatte ich Ihnen ja eben gezeigt hier. Wie gesagt, Sie müssen dann deutlich runterziehen, hier ist das ungefähr, sie ist das Blaue. So, und dann haben wir hier, was haben wir hier noch zum Zeigen? Ja, die Seite verweist ja dann auch auf diese Seite, das ist das Forum, Weltrat der Weisen Forum. Weltrettung, ja danke, aber wie? Und da findet man eben auch nochmal, das ist die Arbeitsplattform für das Dating, ist im Forum drin, dann haben wir hier die, ganz wichtig, die Partei des Gemeinwohls, hier mit schön mit allen Videos, erstmal über die berühmteste Variante, aber nicht unbedingt leistungsfähigste Variante der Gemeinwohlwirtschaft, die Gemeinwohlökonomie. Und dann haben wir hier, was haben wir hier noch Schönes? Ja, das Forum, dann zeige ich mal von hier aus noch. Hier haben wir zum Beispiel noch den Sender Next Scientists for Future. Der ist dann auch in dieser Linkliste da zu sehen. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier Schönes? Das ist die einzige Playlist von dem Sender Weltrat der Weisen. Da ist er, Weltrat der Weisen. Hier zum Beispiel ein Talk mit zwei Professoren und mit mir. Dann haben Sie hier, das ist der beste Fernsehsender überhaupt aus unserer Sicht, nämlich das ist der Sender der echten Fridays for Future und Parents for Future. Da ist es eben so, dass in den Playlists hier, dass diese Playlists, ich zeige das mal hier drüben, da ist es besser zu sehen. Ach so, hier ist die. In den Playlists hier finden Sie immer das Neueste vom Neuesten, hier zum Beispiel MDR aktuell, hier dieses Statement von Christian Felber. Hier gibt es ja auch neue Auftritte. Ich kann Ihnen das ja mal zeigen, was es da alles Neues gibt. Also Sie sehen es hier, Sie finden in über 10 Playlists, also ich glaube 12 Playlists, 10 plus 2, finden Sie alles Wichtige des gesamten Fernsehens, also alles, was es an Bildtonmaterial überhaupt gibt. Da versucht dieser Sender, das Best of Best in die Playlist reinzutun. Ich zeige Ihnen das nur mal am Beispiel der neuesten Playlist. Ja, zum Beispiel hier finden Sie, das geht's hier los mit Impfzwang, ein Arzt zum Thema bei MDR. Ja, dann Sarah Wagenknecht, eine der letzten Linken, Christian Felber, einer der letzten Linken. Wer ist abgebogen?
Also der spricht quasi indirekt über den riesigen Rechtsruck der Gesellschaft, die wieder zu einer nazi-rechtsfaschistischen Diktatur geworden ist, weil wieder Konzerne Kommunikatoren gefunden haben, mit denen sie wieder eine Gehirnwäsche der gesamten Bevölkerung machen können. Und Felber sagt, ja, wir Linken sind nicht abgebogen, aber ihr seid abgebogen nach rechts eben, ne? Und das sagt er nicht so deutlich wie wir. Ja, und dann tust du das Wichtigste, um alles zu verbessern. Das ist, ja, das ist to eine Talkshow von uns. Das ist wohl entweder ein Montag oder Samstag. Ich glaube, es ist der Samstag. Dann nochmal Christian Felber ausführlicher. Dann die Wandelgespräche. Das ist der Montag. Montag. Und wie Ärzte bestochen werden von den Pharma und von Big Pharma, ja, und das Big Pharma ist ja die Verharmlosung von der Pharma-Mafia. Ja, und so sehen Sie, allein schon mit diesen 7 neuen Sendungen sind wieder Knaller des Fernsehens drin, ja, also der beste Sender überhaupt, das ist eben dieser hier, ja, und ja, das war's soweit, und dann jetzt nochmal ein kurzer Blick auf unsere Dia-Show. Gehen wir doch mal gerade zurück hier. Ah, das ist die falsche Richtung wahrscheinlich. Bin mal gespannt. Ich gehe mal ein bisschen hier runter. Ich fange mal hier von unten an. Also da, das ist also nochmal hier die Seite mit dem, die Ausgangsseite, die ich Ihnen für heute empfohlen habe. Hier Polyamorie oder B-Dating. Da geht's los. Dann hier, das war mein Auftritt, wo ich versucht habe, diesem Wahrheitskongress ein bisschen Vernunft beizubringen. Andere Bilder von mir, von wegen Einladung zu unserer Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd mit einem Unterexperiment unter vielen Unterexperimenten, nämlich der eben der Bonobo-kommunistischen Gruppenehe. Passend für uns Savannenbonobos. Ja, vielleicht einfach nochmal der Hinweis, warum kann jemand, der genetisch für den Savannenbonobo-Kommunismus konstruiert ist, niemals glücklich werden, wenn er nicht Savannenbonobo-kommunistisch lebt? Ja, das ist generell so, dass alle Lustmöglichkeiten einer Art sich immer, dass es da durch Mutation und Selektion zu Anpassungsvorgängen kommt. Wodurch letztendlich ja, letztendlich durch die Glücks- und Lustmöglichkeiten zwingt die DNS die Art, auch dann wirklich die Vorteile ihres Sozialsystems zu nutzen, sodass dann eben Frauen eben auch das Potenzial haben, richtig glücklich nur zu werden, wenn sie auch den Sex mit vielen anderen Frauen haben, mit allen Frauen der Gruppenehe haben, und Männer nur dann glücklich sein können, wenn sie auch Sex mit allen Frauen dieser Gemeinschaft und dann vielleicht bei Besuchen anderer Gruppenehen auch noch da noch munter Sex mit Nichtverwandten haben können. Und so, und jetzt kann man sagen, ja, natürlich kann man jetzt durch vorteilbringende Irrtümer, wie es die Marktwirtschaft tut, die Leute auf eine monogamie-nahe Lebensform runterzwingen und runterknüppeln. Aber das geht nur um den Preis, dass die Menschen unglücklich werden, weil ihnen das Glück fehlt. Also unglücklich werden, ohne Glück, ja. Und das Glück sollen die Leute sich ja kaufen bei den Händlern und Frühärzten und so weiter. Kaufen, gekauftes Glück, ja. Und ja, also jede Art kann, ein Lebewesen einer Art kann nur glücklich werden, wenn es auch artgerecht leben darf. Und das unterbindet die Marktwirtschaft. Und deswegen brauchen wir die Gemeinwohlwirtschaft, weil die Gemeinwohlwirtschaft das artgerechte Leben in jeder Hinsicht fördern wird, ja.
weil dort nur noch Geld verdient wird durch glückliche Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Gesunde, langlebige, glückliche und reiche Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und da wird sich ein vernünftiges Verhältnis herstellen, dass also für keinen Konzern kann es dann attraktiv sein, wenn Leute bettelarm sind, wenn sie darunter leiden, dann gibt es die Möglichkeit, dass dieser Konzern darauf hinwirkt, dass diese Leute eben nicht mehr ganz bettelarm sind und dadurch leiden sie weniger und dann verdient er auch wieder mehr Geld, ne? Also so ist das Interesse dann aller daran, dass auch materiell ein Mindeststandard bei allen Menschen erreicht wird, ne? Also, und besser geht's nicht, ne? So, jetzt gucke ich mal weiter, wo habe ich noch was hier? Was habe ich hier noch Schönes? Ach, jetzt laufe ich wieder in die falsche Richtung. Sorry, jetzt laufen wir in die Richtung. Ja, also das ist so nochmal ein Beispiel für unser Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute, weil da wir nicht bereit sind, auf ihre Kosten Profite zu machen und sie abzuzocken, geht es bei uns ärmlich zu und damit hässlich. Also unser Tipp ist, lassen Sie sich nicht von den Schönheiten blenden, denn das ist dieses Geld, das diese Schönheit kostet, das ist meistens von Ihnen abgezockt worden, ne? Dann unsere Flyer, die Partei des Gemeinwohls Flyer, die es da gibt, die Partei, die wir beraten. Hier Weltrat der Weisen, das Forum. Das befreundete Forum Freie Argumentekultur. Jetzt auch wieder befreit von den Spam-Angriffen. Dann hier wir auch als Supervisoren, kostenlose Supervision für andere Gemeinschaften, weil wenn wir die gut supervidieren, dann schließen sie sich vielleicht auch uns an. Dann eben die Partei des Gemeinwohls als erste die Lösung. Also liebe Milliardäre. Sie sollten sofort die Partei des Gemeinwohls unterstützen, da wir im Gegensatz zur Gemeinwohlökonomie keine aggressiven Tendenzen gegenüber Reichen und Unternehmern haben und Konzernen haben, sondern versöhnlich und liebevoll sagen, liebe Reiche, wir wollen, dass Sie tausendmal glücklicher und gesünder leben dürfen, genauso wie Arme tausendmal glücklicher leben dürfen. Also die Gemeinwohlwirtschaft ist gut für alle, aber leider versteht man uns nicht. Man kann uns nicht verstehen und das ist das Dilemma. Genauso hat man uns nicht verstanden, dass wir die Einzigen sind, die solche Dinge wie das weltweite Klimaproblem lösen könnten, wenn man es denn überhaupt lösen wollte. Vielleicht wollte es auch nie jemand lösen, sondern es wollte nur jemand Geld verdienen mit dem Theater um dieses Thema, ne? Den Eindruck gewinnt man doch sehr stark. Ja. Also in der Marktwirtschaft ist alles Täuschung und Betrug und Schwindel und Abzocke. Da ist wahrscheinlich überhaupt nichts Gutes mehr. Ne? Und die Marktwirtschaft ist halt ein betrügerisches System an sich. Ne? Betrug an unser aller Leben. Ne? Deswegen hier nochmal das Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute. Ja, und das Logo, ja, dann was wir alles machen, Mehrgenerationen, Lebensgemeinschaften, Kommunen, Supervision, Plenum, Individualtherapie, Gesellschaftstherapie, alles nochmal aufgelistet. Dann hier die Situation der Marktwirtschaft, die Diktatur der Sparten. Die Sparten senden Geld und vorteilbringende Irrtümer aus und alles wird einer Gehirnwäsche unterzogen. Und alle denken am Ende das Gleiche, nämlich, oh, wir müssen Waffen konsumieren, weil die Waffenindustrie, ja, wir müssen in den Krieg ziehen gegen all diese Untermenschen und wir müssen die Untermenschen im eigenen Lande, die Juden, ausrotten und so weiter. Daran bereichert sich dann die chemische Industrie, indem sie schön viel Zyklon B-Gifte verkaufen kann, Vergasungsgifte. Also das ist alles nur, es ist alles ein Spiel der Marktwirtschaft. Also diese Idee, dass der Nationalsozialismus von Hitler und Goebbels was Besonderes sei, ist völlig absurd. Die Marktwirtschaft produziert immer
Die Marktwirtschaft ist immer tendenziell nationalsozialistisch, rechtsradikal, faschistisch, weil es immer darum geht, dass einzelne Konzerne gerne die Weltherrschaft übernehmen wollen und uns Menschen einer Gehirnwäsche unterziehen möchten, dass es am Ende zu maximalem Konsum von damals bei Hitler Waffen kommt und Chemikalien kommt und heute halt mal zum Konsum von Pharmazeutika und Medizinprodukten und so weiter kommt. Ne? Es ist immer alles Nationalsozialismus, es ist immer alles gleich, weil es alles Marktwirtschaft ist. Und im gleichen Rahmen gibt es keine Unterschiede. Ja? Dann, wir untersuchen dazu natürlich die gesamte Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums. Wir sehen den Degenerationsprozess, das ab, wie gesagt, so bis vor 400.000 Jahren ging es bergauf, dann kam die Erfindung der Marktwirtschaft, dann fing es an zu kippen. Ja? Noch wuchs das Gehirn ein bisschen, auch der Körper, und dann degenerierten wir, und das wird wohl unsere Zukunft sein, wenn wir nicht von der Marktwirtschaft loskommen. Wir müssen jetzt in die Gemeinwohlwirtschaft wechseln, damit wir so weiter wachsen können in jeder Hinsicht. Und wenn bleiben wir in der Marktwirtschaft, dann schleichen wir irgendwann alle am Rollator hin als degenerierte Viecher mit kleinem Gehirn, die einfach zu blöd sind für diese Welt. Ne? Und das, ja, aber vielleicht, okay, vielleicht geht's nicht anders, denn man versteht uns ja nicht. Ja? Hier, da können wir das machen wir ja immer deutlich, dass der in der Marktwirtschaft, der mit den Irrtümern, bei bestimmten Irrtümern, den sogenannten vorteilbringenden Irrtümern, die größten Profite auf unsere Kosten machen kann und sich deswegen ausbreitet, sodass also in der Marktwirtschaft immer Irrtümer und Gehirnwäsche, Manipulation, Propaganda und Werbung uns alle durchmanipulieren und kaputt manipulieren. Ja, Gemeinwohlwirtschaft, man könnte als ein Mittel für alles die Wohlfühlnoten, Wahlstimme nehmen, natürlich die Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve, dass solche Details sind vielleicht deswegen wichtig, weil wir natürlich gucken müssen. Es geht immer darum, dass wir nicht am Ende haben wollen, dass zum Beispiel Supermarktleiter versuchen, bestimmte Altersgruppen aus ihren Supermärkten zu vertreiben, weil die typischerweise negative Wohlfühlstimmenentwicklung sowieso an sich haben. Also müssen alle Daten, muss es Alterskorrekturformeln geben, genauso wie es bei dem Arzt auch Vorerkrankungs- und familiäre Vorgeschichte, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurven geben muss als Korrekturfaktor, damit die Ärzte nicht irgendwelche schlechte Wohlfühlstimmen entwickelnde Altersgruppen oder Personengruppen auszusondern versuchen, also zu vertreiben versuchen. Es geht immer um das Vertreiben missliebiger oder nicht genügend geldbringender Kunden. Und das muss eben durch die entsprechenden Kurvenkorrekturen ausgeglichen werden. Durch Korrekturen man kann ja dann rausfinden, wie sich zum Beispiel im Alter sozusagen, wie sich da die Wohlfühlstimmen verändern, dann kann man irgendwelche Faktoren, irgendwelche Formeln berechnen, die diese Dinge korrigieren, sodass dann ein Supermarktleiter keinerlei Interesse mehr daran hat, bestimmte Altersgruppen als Kunden rauszuekeln aus seinem Markt, weil er an allen durch Gutes tun, durch Helfen hin zu einem gesunden Lebensstil, kann er an allen gleich viel verdienen, so dass er nicht dazu neigt, bestimmte Altersbereiche sozusagen in seinem Markt zu bevorzugen und andere zu vertreiben, sondern dass er sich sagt, es spielt für mich überhaupt keine Rolle, welches Alter die haben, ich kann an allen Leuten gleich viel verdienen und deswegen wird er dann an allen als Kunden interessiert sein, ja? Ja, und hier nochmal alle Systeme und nur in diesem Mittelbereich, hier nur in diesem Bereich liegt überhaupt Menschenfreundliches und Gesundes. Alles andere ist Müll und Plunder.
Dann hier können Sie selbst mal auch einige gefährliche Sparten der Diktatur der Sparten in der Marktwirtschaft selber eintragen. Hier haben wir einige reingekritzelt. Die gefährlichsten sind halt die Sozialsparten, die Weltsozialsparten und die Gesundheitssparten, da die quasi an, wie ich vorhin gesagt habe, an eigentlich nicht lebensfähigen Leben interessiert sind, weil das deren Kundschaft ist, an der sie sich bereichern können. Nur diese Anhäufung von nicht lebensfähigen Leben ist natürlich für jede Gesellschaft ein Untergangsprogramm, ne? Und hier nochmal andersrum. Und hier nochmal die Diktatur der Sparten. Und dann hier, ja, einer der größten vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten ist ja auch, dass jedes Neugeborene ein potenzielles Genie sei. Dabei ist die genetische Basis für die Gehirngröße, entscheidend. Wenn zwei Eltern mit Gehirngröße hier, also was weiß ich, mit 1 Liter Gehirn Kinder bekommen, dann werden die Kinder irgendwo streuen um diese 1 Liter, aber keins von denen wird jemals 2 Liter erreichen. Also es werden immer dumme Kinder bleiben, egal wie viel Bildung ich draufschütte als Dünger. Und genauso, wenn jemand hier 2 Liter Gehirn hat, zwei Eltern beide ungefähr 2 Liter Gehirn haben, dann werden deren Kinder um die 2 Liter kreisen. Manche werden sogar 2,1 Liter haben, ja. Und das sind die wertvollen für jede Gemeinschaft. Und das wollen aber die Sozialspartler halt vertuschen. Das ist ihr vorteilbringender Irrtum, dass es nicht so sei, dass es diese genetischen Unterschiede alle gar nicht gäbe. Und dass deswegen also hier das doch toll sei, wenn lauter Kinder hier geboren werden, weil dann wächst die Armee der Kundschaft der Sozialsparten und die können sich auf unsere Kosten wunderbar bereichern. Also die Sozialsparten sind auch gleichzeitig die Sozialparasiten jeder Gesellschaft, ne? Ja, und hier kann man verschiedene Gruppensituationen und die Weltkarte verdeutlichen, ja. Antikooperative, ja, unsere geliebten Milliardärskönige, Politikkönige, Journalistenkönige, leider hören sie uns nicht zu. Ja, vielleicht würde der eine oder andere uns verstehen können, aber wir kommen gar nicht in Kontakt mit denen. Und das ist tragisch, dass in der Marktwirtschaft auch diese Abschottung natürlich Standard ist und dass man diese Leute gar nicht erreicht, egal was man tut. Ja, und wahrscheinlich diese NGOs, wahrscheinlich, da geht es meistens darum, schädige weiterhin alles und jammere dann, dass überall Schaden geschieht und dann kannst du die meisten Spendengelder abkassieren und kannst dich daran bereichern. Wahrscheinlich sind diese ganzen NGOs nur einfach nur marktwirtschaftliche, schädliche Abzocke-Geschäftsmodelle. Wahrscheinlich alle. Ja. Das ist nochmal das, darum geht's. Dieser oberste DNS-Befehl, der in uns allen steckt, ich deine DNS, ich dein Genom, befehle dir, du Körper, schieße du mich, deine DNS, in die Zukunft hinein, in Form von Kindern bis Urenkeln und Verwandten, und räume im Zweifelsfalle alles Störende aus dem Wege. Und das macht uns eben auch so potenziell grausam. Und deswegen brauchen wir diese zwei Schutz- und Stützkorsette. Die Gemeinwohlwirtschaft brauchen wir, um die Schädlichkeit der Marktwirtschaft abzufedern, sozusagen, und zu kontern und ins Gegenteil zu verkehren. Und das Schutz- und Stützkorsett der bonobo-kommunistischen Gruppenehe brauchen wir, um unsere unerfreulichen Genbefehle Richtung Rivalentötung. Rivalentötung heißt bei uns ja Mord aus Eifersucht zum Beispiel. Und Kindertötung und so weiter, das gibt es bei uns ja auch massenhaft unter Bedingungen, wenn wir Menschen eben nicht bonokommunistisch in der Gruppenehe leben, dann kommen halt die genetischen Programme wieder voll zum Einsatz, die ja nur durch diese zweckentfremdende Massenausweitung der Sexualität gedämpft wurden. Ja, die kommen dann wieder voll zum Vorschein. Ja, und hier sehen wir, wie also eine Mutter in völlig egoistischer und selbstsüchtiger Weise
ihre eigene zukünftige DNS ernährt. Das hat nichts mit einem selbstlosen, karitativen, schenkenden Akt zu tun. Das ist ein egoistischer Akt. Die Mutter füttert ihre eigenen Gene, also sich selber. Ja? Denn in der Mutter steckt der DNS-Befehl, du Körper, schieße du mich in die Zukunft. Und die Mutter macht nichts anderes, als dass sie diesem DNS-Befehl folgt. Und das hat nichts Selbstloses. Es gibt dieses Selbstlose wohl wahrscheinlich nicht in der Natur. Die Geisteswissenschaftler versuchen da hohe Maße von Selbstlosigkeit zu erreichen. Ich bin gespannt, wie weit sie damit kommen. Ne? Und das ist ja das Bild, wo wir dann immer die Absage des Rassismus machen. Hier, das ist das, ich glaube, unnötige Idee einer vollständigen Volksentscheidsbasisdemokratie hier, die ja auch, wir könnten ganz viele demokratische Instrumente machen. Wir müssten immer so vorgehen, mit wie wenig, wir sollten immer versuchen, mit so wenig wie möglich auszukommen, damit wir die Bürger nicht nerven damit, dass wir sie überlasten damit mit ständigen Rumlungern in irgendwelchen Bürgerparlamenten oder Bürgerräten, wozu die meisten Menschen ja gar keine Lust haben. Also, wie können wir mit den einfachsten Mitteln dafür sorgen, dass die Wählerinnen das Sagen haben und alles andere unsere Diener werden? Und wenn man das mit den einfachsten Mitteln erreicht hat, reicht es auch. Und es gibt da auch wieder viele nicht durchdachte und unsinnige. Ja, das Problem der Menschheit ist nun mal mangelnde Intelligenz und deswegen werden immer falsche Wege gegangen. Ne? Auch die Gemeinwohllobby neigt dazu, das nicht zu berücksichtigen, was hier steht. Ja, das ist nochmal das war unser erster Ansatz zur Gesundheitsreform vor vielen Jahrzehnten. Ja, also so weit, so gut. Tschüssi, bis bald.